Hallo und herzlich willkommen von der Messe Düsseldorf. Wir stöbern gerade bei Adria und wollen jetzt mal eine ganz kurze und schnelle Roomtour machen im Adria Adora 673 PK. Und der hat als Besonderheit sowohl hinten als auch vorne Eingangstüren und im Gesamten, was denn? Und das kann man auch noch ausziehen. Das gucken wir uns gleich an. Wir können da nämlich schon reingucken. Da gucken wir gleich von innen mal. Und er hat ein Vierraumkonzept. So wird das angepriesen. Und das Ganze will ich mir oder wollen wir uns mal genauer angucken. Das könnte nämlich das Nachfolgermodell von unserem sein. Also, wenn wir dann irgendwann mal Geld haben. Solange wir noch warten, dass wir da rein dürfen, schon mal von außen. Eine riesengroße Stauklappe, die komplett über die gesamte Seite geht. Das finde ich persönlich ziemlich cool, weil wir bei uns ja und bei vielen anderen Modellen nur in der Mitte die Klappe haben und alles, was links und rechts ist, muss man dann immer so weit verstecken und dann muss man da rumgreifen. Und in diesem Fall wirklich über die gesamte Breite. Und über dieser riesigen Stauklappe findet man ein riesiges Panoramadach. Und ich bin echt gespannt, wie das von innen wirkt mit diesem richtig hochgezogenen Glasdach hier. Das sieht so schon echt cool aus. Ja, kann man das sehen? Ja. Ja, von außen sehe ich Stauklappen. Ein großes Fenster im Sitzbereich. Das sehen wir uns gleich mal von innen an. Und die normale Serviceklappe. Und noch ein Staufach von außen. Das ist dann unter dem Doppelstockbett im hinteren Bereich. Ja, hinten sieht man noch mal ein kleines Fenster. Ich glaube aus dem oberen, nee, zwischen dem oberen und dem unteren Bett ist noch ein Fenster angebracht. Sehr schön. Von außen schon mal absolut interessant. Und das, was man so sehen kann, wenn man reinguckt, finde ich den echt cool. Ja, äußerlich auch bei mir. So, und den Adora gibt es wohl als Einachser und als Tandemachser. Als Einachser mit 2000 Kilo Gesamtgewicht und als Tandemachser mit 2500 Kilo Gesamtgewicht. Da würde bei uns dann auch wieder nur Einachser in Frage kommen, weil wir 2500 bei uns zum Beispiel gar nicht ziehen dürfen. Aber da finde ich das schon wieder praktisch, dass man beides wählen kann. Ne? Ja, wir haben gerade da vorne die Ablageflächen entdeckt beim Doppelbett hier vorne und natürlich das schöne Panoramadach zum Sterne gucken nachts. Da kann man dann auch die Verdunklung nur so weit hoch machen, wie man möchte und dann kann man noch ein bisschen nach oben gucken. Ist schon ganz cool. Und hier die Ablagefläche. Die kann man auch verschieben. Obwohl, das ist so ein bisschen wie so eine Seifenablage im Badezimmer. Aber pelziger. Und natürlich kann man hier auch den Schlafbereich wieder zuziehen, wie man das von Adria gewohnt ist. Ja, die Küchenzeile. Drei Flammen. Mit schönen großen Bedienknöpfen hier. Und ja, Stauraum. Geht so über dem Küchenbereich, aber dafür hier auch nochmal richtig schöne große, auch über der Sitzecke. Und sogar hier unter den Sitzen noch Öffnung und Platz. Also das ist schon okay. Ich finde, man hat gut Platz. Was sagst du? Das ist super. Ja, die Dusche, ne? Auch. Oh, die Dusche. Du kannst, also ich komme da gut rein. Man kann hier natürlich zumachen, ne? Stimmt. Ja. Wohnbereich von Duschbereich getrennt, ne? Das gefällt dir bestimmt, Schatzi. Ja, gerade sitzen vor der Toilette, das ist wichtig. Damit die Beine Platz haben. Sehr schön. Und Schränke. Wie heißt es hier?
Waschbecken braucht man nicht, kann man auch außerhalb machen. Ne? Waschbecken braucht man nicht, Schatzi. Ach so, das ist hochgeklappt. Okay, Tada. Waschbecken braucht man natürlich. Natürlich braucht man ein Waschbecken, ist doch klar. Machen wir da die Schränke auf. Ach da. Ja. Oh, das ist ausreichend, ne? Ja. Das reicht. Auf jeden Fall. Andere Seite weiß man nicht auch noch. Sehr schön. Hast du schon den Kühlschrank angeguckt? Ja. Oh, ein Familienkühlschrank. Ja, sowas, das ist echt Mangelware bei uns. Oh, allein das Gemüsefach ist fast so groß wie unser ganzer Kühlschrank. Ja. Oh, hier, guck mal, hier sind ja auch... Du musst immer die Dinger. Hier immer, hier. Ah, ja. Okay. Ach, Schatzi. Das ist das komplette Bad. Man macht die Tür hier zu und das macht man zu. Und dann hast du komplett. Dann hast du ein komplettes Badezimmer. Ja, logisch. Ich habe das mit der Tür nicht geschnallt. Das ist ja cool. Aber das kann man hier unten noch ausziehen und breiter machen als Doppelbett. Das ist extrem viel Platz, oder? Ja. Extrem hoch, finde ich. Und alles ist mit diesem Filz ausgestattet irgendwie, ne? Ja, hallo, raus. Unser Zimmer. Guck mal hier, was ist das denn? Mit USB-Anschluss, ganz wichtig. Oh, USB-Anschluss, das ist wichtig. Oh. Und das wird hochklappbar sein, ne? Ja, ja. Hochklappbar. Und hier kannst du unten das machen. Und da kann man ausziehen, da vorne, ne? Ja, irgendwo habe ich das gesehen eben. Da. Kannst du ausziehen und dann... Ja, sehr cool. Dann hast du dein komplettes Bett unten. Ja, nein, das ist Und wenn die Kinder den Eltern auf den Sack gehen, dann wird hier das Badezimmer zugemacht, zack, und dann haben die Kinder ein komplett eigenes Zimmer hier. Richtig geil. Am Tage können sie auch das Klappbett hochklappen und dann kann man da drunter richtig wie auf einer richtig großen Couch sitzen, ne? Richtig cool. Und was ist das hier? Kleiderschrank. Die haben ihren eigenen, ziemlich geräumigen Kleiderschrank. Oben und unten. Ah ja, nicht schlecht. Nicht schlecht, wirklich. Also hier mit der Badezimmeraufteilung oder Abtrennung. Dann mache ich mir hier die Schiebetür zu und dann kann ich da das Badezimmer draus machen. Total genial. Okay, die Dusche ist jetzt aber bis für mittelgroße, ne? Also bei mir mit Bauch einziehen. Aber das geht. Und natürlich auch die Fernseherhalterung für die Kinder im Kinderzimmer. Ja, und deren eigener Ein- und Ausgang. Und dann gehen wir jetzt raus. Das war's schon wieder mit dieser kurzen Roomtour. Wir müssen uns hier echt beeilen. Die Leute stehen Schlange da draußen. Und ja, ich hoffe, der hat euch auch gefallen. Also das ist definitiv ein Wohnwagen für uns. Richtig genial. So, dann wieder. Bis zum nächsten Mal und tschüss.